Ja, hier gibt es zurzeit einen polizeilichen Einsatz. Hier gab es einen Fund einer Drogenplantage. Heute um 10 nach 11 in etwa hat ein Bürger die Polizei informiert, dass er unangenehm oder fremden Geruch wahrgenommen hat. Diesbezüglich gab es dann einen größeren Polizeieinsatz hier, der dazu führte, dass in einem Anbau hier eine Drogenplantage gefunden worden ist mit Cannabispflanzen. Etwa 700 Pflanzen in etwa, über 100 Quadratmeter. Die Tatortarbeit läuft jetzt. Fünf Personen wurden noch angetroffen, fünf Männer. Die wurden vorläufig festgenommen. Zu den Personalien bzw. zum Alter etc. kann ich noch nicht viel sagen. Die sind ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Was passiert jetzt gerade im Hintergrund? Der Tatort wird aufgenommen und die Drogenpflanzen müssen ja abtransportiert werden und sichergestellt werden. Die unterliegen der Einziehung und sind Beweismittel. Die Beweissicherung läuft und auch die Einziehung der Einziehungsgegenstände hier. Was sagen, was die erwarten könnte? Ja, es hat ja hier nichts mit Eigenkonsum zu tun, das ist deutlich sichtbar, sondern es ist ein Anbau einer größeren Menge an Drogen, an Betäubungsmitteln. Und Sie müssen mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Aber da will ich noch nicht vorweggreifen. Wir wissen ja nicht, wie die Tatbeiträge der einzelnen Leute waren und was die Aussagen werden und wie die Zusammenhänge da sind. Das bleibt den Ermittlungen vorbei. Thank you.